Franz Ramosch will nicht gefilmt werden. Das ist eine extrem medienfeindliche Stimmung gewesen. Hau ab, Junge! Wir wurden direkt bedroht. Uns wurde geraten, doch jetzt besser nach Hause zu gehen. Es ist so gewesen, dass von Beginn an halt in Reden schon gegen die bösen Medien gehetzt worden ist, die angeblich die Proteste komplett falsch darstellen. Hau mit der Kamera rein zum Zielschweigen. Ich selbst wurde angepöbelt, es gab Sprechchöre, Lügenpresse. Berichterstatter als Zielscheibe rechtsextremer Demonstranten. Und die Polizei? Unterbesetzt, tatenlos, gleichgültig. So die Vorwürfe mehrerer Fotografen und Journalisten. Schneeberg, Mitte November. In die Kleinstadt im sächsischen Erzgebirge strömen tausende Menschen, versammeln sich zu einem Protest und es gibt Gegendemonstrationen. Darum geht es, ein neues Asylbewerberheim. 500 Flüchtlinge sind dort untergebracht. Seit Wochen ist die Stadt gespalten. Schneeberg im Ausnahmezustand. Der Ursprung der Demonstrationen, ein sogenannter Lichtellauf. Nein zum Heim! Es ist der dritte, zu dem die NPD aufruft. 1500 Menschen haben sich auf dem Marktplatz versammelt. Die meisten sind mit Bussen angereist, genauso wie zur Gegendemo der Antifa. Auch hier kaum Schneeberger Bürger. Viele von ihnen haben sich zu einer Bürgerinitiative zusammengeschlossen. Mit bei ihrem Protestzug Sachsens Innenminister Markus Ulbich. Mittendrin die Medien. Auf beiden Seiten des Protests fotografieren, berichten sie über den Konflikt, werden dafür auf der NPD-Demo an den Pranger gestellt. Zum Beispiel von ihm, Gemeinderat Stefan Hartung. Er hatte die Demo angemeldet. In der Rede wurde gegen die freie Presse und gegen Spiegel TV gehetzt, die 14 Tage zuvor darüber berichtet hatten. Entsprechend war die Stimmung verbal sehr aggressiv gegenüber Fotografen. Er wurde auf der NPD-Demo krankenhausreif geschlagen. Deshalb möchte der Fotograf nicht mehr erkannt werden. Für den Angriff macht er auch die Polizei verantwortlich. Auffallend viele Polizisten auf der Antifa-Demo. Beim Lichtellauf hingegen sind die Beamten kaum zu sehen. Ich hatte das Gefühl, dass am Anfang dieser Demo circa 10 Polizisten laufen, dass dazwischen ein Mob von 1000 Menschen läuft und dass am Ende nochmal circa 10 Polizisten laufen. Dort, wo ich angegriffen worden bin, war keinerlei Polizei. Schriftlich erklärt die Polizei gegenüber ZAP, Journalisten können keinen höheren Schutz beanspruchen als Teilnehmer oder Zuschauer einer Demonstration. Ein Interview lehnte die Polizei ab. Die Übergriffe. Für Björn Kietzmann, den Fotografen und andere Journalisten sind sie auch Ergebnis vom Fehlen der Polizei. Frühe Versuche, diese auf Gefahren hinzuweisen, seien gescheitert. Dass wir eine Situation hatten, dass es, nachdem es solche Bedrohungslagen gab, dass einzelne Kollegen dann Beamte angesprochen haben und sie gebeten haben, doch auch die Pressefreiheit auch zu schützen und dass es halt neben der Demonstrationsfreiheit ein weiteres Grundrecht ist, was schützenswert ist und was auch ihre Aufgabe ist. Und dass man sich hier bedroht fühlt und bedroht wird, hat der Kollege in dem Fall dann die Antwort bekommen, naja, wenn sie sich bedroht fühlen, dann dürfen sie halt nicht hier hinkommen. Der Fotograf wird auf dem Weg zur Spitze des Demonstrationszuges angegriffen. Die Täter nutzen eine dunkle Gasse am Rand der Demo, um ihn zu isolieren, schlagen auf ihn ein. Björn Kietzmann ist dabei, holt Hilfe. Die erste Frage, die von den Beamten gestellt worden ist, war dann, was haben Sie denn falsch gemacht? Für Björn Kietzmann und den Fotografen wird es nicht die letzte NPD-Demo gewesen sein, über die sie berichten. Aber der Angriff in Schneeberg hat Spuren hinterlassen. Wo unser Schutz gewährleistet ist, wo die Polizei bereit ist, für den Schutz für Journalisten zu sorgen. Da bestehen im Augenblick in Schneeberg, vielleicht auch in ganz Sachsen, erhebliche Zweifel.